Ja, der Vortrag eben, wir sehen das natürlich ein bisschen anders, beziehungsweise klar, wir sind Schalterhersteller und mögen natürlich nicht unbedingt Häuser mit wenigen Schaltern. Und wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass in vielen Bauvorhaben, wo das gedacht wurde, man im Nachhinein festgestellt hat, dass der Mensch doch etwas anders funktioniert und genauso wie man sich an einer Küche, einem Bad und einem Wohnzimmer orientiert, doch seine Gewohnheiten gerne behält. Und ich denke, dieses Bild hat man gerade auf jeden Fall verinnerlicht. Das Thema Verkabelung, und das ist, glaube ich, auch etwas, was jeder sofort relativ schnell im Kopf hat, wenn man zum Thema Bussysteme etwas hört. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sie haben im Auto etwa 25 Bussysteme und in so einem Auto liegen 4 Kilometer Kabel. Und genau diese Vorstellung befindet sich eigentlich in keinem Kopf, wenn man über ein Auto spricht. Und in einem Auto ist mehr Intelligenz als in 99% unserer Häuser. Dafür haben wir ganz viel Dämmung dran. Uns geht es um das Thema gewerkübergreifende Gebäudetechnik. Ich gebe zu, hört sich nicht besonders sexy an, kann es aber sein. Und das Thema gewerkübergreifende Gebäudetechnik ist natürlich nicht neu. Da sind eben Begriffe gefallen zu verschiedenen Bussystemen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch nicht sehr sexy ist, wenn man diesen ganzen Bussystemen Namen gibt, weil auch im Auto weiß man nicht, was da alle für Systeme drin sind. Und Blake Edwards hat dieses Bild von diesen intelligenten Häusern 1968 hervorragend geprägt, wo jemand in so einem intelligenten Haus stand, viele Knöpfe vor sich hatte und Peter Seller hat dann im Grunde genommen in dieser Rolle des Inders mal die Dinge getan, die auch in der Vorstellung relativ schnell passieren. Und das ist genau die Vorstellung, mit der wir relativ oft zu kämpfen haben, besonders mit der Gilde Architekten, weil das Thema Bussystem, der liebe Thomas hat dein Eingangsstatement war, jemand hat ein Leuchtmittel kaputt gehabt und das ganze Haus ging nicht mehr. Es ist allerdings so, dass so ein intelligentes Haus nur so gut funktioniert, wie man es vorher gedacht und konzipiert hat. Und man braucht natürlich einen Handwerker, der es kann. Aber das trifft, glaube ich, auch auf jedes Gebäude zu, was einen Grundriss angeht. Wenn Sie einen schlechten Grundriss haben, funktioniert das Gebäude auch nicht. Und mit der gleichen Thematik müssen wir uns auch befassen. Und ganz kurz nur, also ich steige nicht tief in die Hardcore-Technik ab. Es gibt einen weltweiten Standard und der nennt sich KNX. Und das ist zwar ein furchtbarer Begriff, aber kurz zusammengefasst, KNX, da haben sich über 300 Hersteller, also 380 Hersteller, auf einen Standard geeinigt und alle Komponenten dieser Hersteller sprechen die gleiche Sprache. Das heißt, es ist kein proprietäres System und dieses System gibt es seit über 25 Jahren. Was man daraus macht, ist natürlich eine andere Frage. Aber es ist auch ganz profan. Man trennt 230 Volt und die Bedienoberfläche. Verbindet das über Aktoren und Sensoren und man kann durch Befehle etwas ausführen lassen. Das ist der ganze Gag dran. Also, wenn man das durchdenkt, seine Komponenten mit einer Twisted-Pair-Leitung seine Sensoren verkabelt, seine Empfänger über 230 Volt verkabelt, kann man viele Funktionen zusammenfassen. Und unser Anspruch ist natürlich, dass man diese vielen Funktionen, die man zusammenfasst, gestalterisch in die Architektur vernünftig einfügen kann. Und der Faktor Mensch ist, denke ich, bei der Bedienung von so einem intelligenten Haus sehr wichtig. Und wir sind der Meinung, dass die Technik sich eigentlich zurücknehmen muss in so einem Gebäude, weil wir verbinden uns mit dem Gebäude für sehr lange Zeit. Das heißt, die Komponenten, die wir bauen, die müssen 20 Jahre funktionieren. Und das tun sie auch. Und dieser ganze Technik-Schnickschnack oder wenn man in diese Smartphone-Welt geht, wer geht davon aus, dass er sein Smartphone länger als 4 Jahre benutzt? Das tun die wenigsten. Unser Anspruch ist jedoch ein anderer. Und es gibt da verschiedene Bedienkonzepte.
Wäre es jetzt eine PowerPoint, würde man drücken, dann würde an, aus erscheinen, also oben, unten. Hier genauso, aber jetzt stellen Sie sich mal das ein bisschen in Bewegung vor. Also, es geht um die Haptik und dass man solche Komponenten versteht. Und das ist unsere Erfahrung. Es gibt die Möglichkeiten, Bediengeräte hervorragend zu beschriften. Das passiert aber nur, wenn man daran denkt und sich mit befasst. Wenn man das nicht tut, erlebt man Aufkleber, Skizzen oder andere Dinge. Es gibt aber auch ein Bedienkonzept, das so aufgebaut ist, dass etwas einfach funktioniert und man es nicht erklären muss. Das heißt, die Komponenten sehen aus wie ganz normale Schalter oder wie ein Dimmer oder wie so ein Jalousieschalter. Sie sind so auch intelligent. Das heißt, die sind busfähig. Und das führt dazu, ich kann eine ganz normale Installation durchführen lassen von der Haptik und habe die Möglichkeit, dennoch die Intelligenz dahingehend zu nutzen, dass ich zum Beispiel in einem Raum Musik zuschalten kann über ein Bedienelement wie so ein Drehsensor. Ich kann die Musikquelle auswählen. Ich kann mit so einem Drehsensor aber auch Temperatur, Jalousie rauf, Jalousie runter. Und diese Bedienphilosophie, die muss man niemandem erklären. Das ist eigentlich selbsterklärend. Und dieses Bedienkonzept einfach in intelligenten Häusern mit dem Zusatz, dass man dennoch eine zentrale Bedienung realisieren kann über ein Panel, über verschiedene Grafiken, über die Ausgabe mobile Geräte. Das ist heutzutage kein Thema, aber auch hier gilt, da braucht man den richtigen Handwerker und das richtige System. Hier einfach nochmal im Überblick. Es geht eigentlich um diese grüne Welt, das ist KNX-Bus. Die blaue Welt ist IP-Technologie. Auf der LTEFA stellen wir auch noch vor, wie wir mit unserem neuen Kooperationspartner Siedle die Gebäudekommunikation verbinden im In-Home-System. Dazu sind Sie auch herzlich eingeladen, in der Halle 5, sich das auf dezente Art und Weise in Funktion anzusehen. Und das ist der Moment, wo ich an den lieben Alexander übergebe, dass der mal so ein bisschen aus seiner Sicht das ganze Thema reflektiert mit ein paar netten Anekdoten. Ja, guten Tag. Das ist eine Aufnahme, die ich vorher in der Fußgängerzone in Stuttgart gemacht habe, als ich auf dem Weg hierher war. Und habe ich einfach das Bild drin als Sinnbild, wo unsere Welt so ein bisschen hingeht. Und zwar meiner Meinung nach in eine übermäßige Komplexität, in eine Vielzahl von Bildern. Und ich habe auch vorher gehört, dass es auch auf Toiletten 4 Netzanschlüsse heute schon gibt. Der Kollege hat, glaube ich, gesagt, wo immer man oder für was auch immer man sie braucht. Und wie gesagt, da gibt es Entwicklungen, die einfach sehr stark in eine Komplexität gehen. Und das heißt, wenn man so wie ich von ganz früher kommt, so damals nach der Währungsreform, war man froh, wenn man Strom hat. Heute geht das Licht sozusagen, wenn man den Fernseher einschaltet, habe ich vorher gelernt, dimmt das Licht runter, wenn man die Tür aufmacht, verändert sich die Lüftungsanlage und so. Es ist alles schon sehr viel, automatisiert und vorgedacht. Und wir machen jetzt seit 25 Jahren fast nur Wohnbauten und haben eigentlich mal so aus der Gedankenwelt der klassischen Moderne kommen, früher sehr viel gezeigt, wie was funktioniert und gemerkt, dass durch die ständige Komplexität der Nutzer und in der Regel nicht mal mehr der Architekt versteht, was er da tut oder wie das Ganze funktioniert. Das heißt einfach so, wie ich es gerade gesagt habe, wenn man so an ganz früher denkt, da konnte man einen Automotor vielleicht noch selber reparieren. Heute guckt man da rein und sieht so ein gekapseltes Plastikteil und kann da gar nichts mehr machen. Und dasselbe ist eigentlich auch beim Haus passiert. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, das ist eigentlich nicht mehr interessant, ein Tragwerk, eine technische Einrichtung oder ein Netz oder irgendwas zu zeigen oder versuchen, das verstehbar zu machen, so wie man einem Computer auch nicht sieht, wie der funktioniert dahinter und man sich es auch nicht vorstellen kann, sondern es geht eigentlich um diese Benutzeroberfläche. Und das ist etwas, was uns, sagen wir mal, bei allen Projekten beschäftigt. Und wie kann so eine Benutzeroberfläche aussehen? Und unsere Gewohnheiten sind heute eben der Computer, wie gesagt,
das, was dahinter steckt, unwichtig. Oder das, was störend ist, so Drucker oder sonst was, was man vielleicht dazu braucht, den tut man in den Schrank oder irgendwo dahinter rein. Und das ist so ein Prinzip, das wir auf unsere Häuser komplett übertragen haben. Und bis zu einer, sagen wir mal, großen Spannweite agiert haben. Wenn Sie das jetzt hier zum Beispiel sehen, dann beginnt es auf der einen Seite mit einem, der Schrank, der graue da im Hintergrund, das ist auf der einen Seite ein Küchenschrank, hinter dem auch Backöfen und Kühlschränke und so weiter sind, ist dann ein Esszimmerschrank und ganz rechts im Bild ein High-Fidelity-Schrank, wo die ganze Musikanlage und solche Dinge untergebracht sind. Und das ist etwas, wo so bei uns einfach als Idee da besteht, dass man sagt, man schafft ruhige Oberflächen, die dem Raum dienen und nimmt alle störenden Einrichtungen, zum Beispiel gerade vorher auch angesprochen, eine Sprechanlage oder so, die sitzt jetzt zum Beispiel hinter dieser Holzverkleidung neben dieser Schalterreihe. Wir haben selbstverständlich auch in allen Häusern ein Bussystem und auch alle Dinge, die da funktionieren, untergebracht, haben aber immer eigentlich ein redundantes System, zum Beispiel über Schalter, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, dass es unterschiedliche Lebenssituationen gibt, dass man zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf die Türsprechstelle zurückkommen, dass man die auf den Fernseher anschließen kann und das heißt, es klingelt an der Türe, es kommt ein Film, dann schaltet der Fernseher um und dann kommt irgendein Gesicht, das an der Tür steht, das man vielleicht gar nicht sehen möchte und dann kann man mit dem auch nichts machen, weil man muss auf irgendeinen Knopf drücken oder irgendeine Zahl, die man aber nicht weiß, weil man ja so erschrocken ist im Film. Und deswegen sage ich mir, da gibt es so Dinge, die hat man schon sehr lange gehabt. Das sind so Hörer und die kann man von der Wand reißen und da reinsprechen. Und wenn man immer sprechen möchte, dann legt man auf. Das sind einfach Sachen, wo wir festgestellt haben, das ist klasse und ich muss dann auch keine Fernbedienung suchen, die mir irgendwo zwischen der Matratze oder zwischen den Sitzkissen inzwischen verschollen ist. Und ich möchte auch keine automatische Szene, dass wenn Besuch kommt, das Licht auf aufgeräumt schaltet oder so. Und deswegen sage ich mir einfach, das Ganze muss ganz normal funktionieren und dann gibt es Lebenssituationen, wo ich vielleicht abends auf dem Sofa sitze und mich langweile und sage, ah, jetzt könnt ihr mal eine neue Szene machen oder könnt ihr mal das ausprobieren oder das unsägliche farbige Licht oder was auch immer und um dann festzustellen, dass ich es nicht brauche und sonst kann ich aber das Haus ganz normal bedienen und das ist für uns immer ganz wichtig und wie gesagt, und dass diese ganz normalen Bedienungen und die ganz normalen Elemente nicht ständig präsent sein müssen, ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Gerade jetzt zum Beispiel hier eine Situation, Eingangshalle von einem Haus, das wir gemacht haben, da sehen Sie da im Hintergrund die Holzverkleidung, das ist die Garderobe, der weiße oder diese weiße Wandverkleidung ist dann am Anfang Schuhschrank, dann geht es irgendwann weiter mit dem Aufzug, dann geht es um die Ecke, dann wird das Esszimmerschrank. Und die Idee ist einfach, dass man zum Beispiel sowas wie diese Aufzugstüren, den man sehr selten benutzt, die sehen immer gleich gut aus, sagt, muss ich nicht ständig angucken, eine Sprechanlage, sonstige technische Einrichtungen, Lüftungen oder sonst was, gucke ich einfach nicht hin und wenn ich es brauche, dann öffne ich das. Und das ist jetzt, wenn wir da ein Stück um die Ecke gegangen sind, wird diese weiße Wandverkleidung jetzt im Esszimmerschrank und wenn es ein Stück weiter geht, Küchenschrank, also dann links um die Ecke. Und dann sehen Sie diese schwarzen Einbauten dort, da sitzt eben das Panel, da sitzen die ganzen Schalter und es ist bei uns eben alles geschaltet. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, mache ich wie früher einen Lichtschalter an. Es gibt keinen Präsenzmelder, das Haus weiß nicht, dass ich da bin, aber ich signalisiere das über diesen Schalter dem Haus. Und wir finden das auch sehr gut, auch für Dritte, die in dem Haus zu Gast sind oder jemand, ein Putzmann oder Putzfrau, der da tätig ist, braucht dann auch kein iPad oder keine Schulung, um zum Beispiel da ein Licht einzuschalten. Und da sehen wir einfach große Vorteile. Und deswegen eben auch gern eben die ganze Technik und die ist komplett da und möglich, aber immer so im Hintergrund, dass eigentlich nur Elemente, die den Raum unterstützen, sichtbar sind, sodass der Bewohner im Prinzip seinen Bewohnungsgrad selber festlegen kann, das eben sichtbar lassen, was er möchte und das wegräumen, was er nicht möchte und vor allem eben technische Geräte. Das ist jetzt zum Beispiel im gleichen Haus Küche, da sind in dem weißen Teil sind da die Küchengeräte untergebracht. Das kann man aufklappen, wenn man sie braucht und wenn man sie nicht mehr braucht, klappt man das wieder zu.
Oder hier eine Situation in einem aktuelleren Projekt von uns, ein sehr technisch sehr komplexer Raum, weil Sauna, Dampfbad, verschiedene Einrichtungen, es ist belüftet, es ist alles Mögliche. Aber wenn man sagt, man möchte das als Ruheraum, dann sollte eben auch der Raum ruhig sein. Und deswegen sitzt zum Beispiel die Eingangs- oder die Zugangstüre hier in dieser senkrecht vergleiteten Holzwand oder die WC-Türe sitzt in der grauen Verkleidung und dann ist diese Sauna da eingebaut. Und wenn eben man dann sagt, es soll eine gewisse Ruhe da sein in einem Ruheraum, dann sollte das eben aus unserer Sicht auch in der Architektur oder in den räumlichen Elementen da sein. Jetzt noch ganz schnell zwei Projekte. Hier ein älteres, auch in Stuttgart stehend, ein sehr kleines Haus in Stuttgart-Sonnenberg, bei dem wir eben diese Anforderung hatten, auf einem sehr kleinen Grundstück ein Haus zu schaffen, das, sagen wir mal, eine gewisse Ruhe, Leichtigkeit und Offenheit hat. Wir gehen da unten jetzt rein, wir gehen ganz schnell mal so durchs Haus, einfach, dass wir so einen Eindruck haben, wie das im Untergeschoss aussieht. Da kommt dann ein Lichtschacht von oben, das ist da rechts im Bild. Das ist auch gleichzeitig die Vorhaltung für einen späteren Aufzug, der da eingebaut werden kann und ist quasi in der Tiefe. Das Haus steht an einem Steilhang. Diese Belichtung über den Licht, über das senkrechte Lichtband, das Sie da links sehen. Wenn man dann in dem untersten Geschoss weitergeht, dann sind da eben große Schränke, die eben nicht als Schränke, sondern hier so als geschuppte Formation auftreten. Das sind immer die Grifffugen, kann man aufmachen. Das sind die ganzen zu lagernden Gegenstände. Im Hintergrund sehen Sie dann wieder diese Bedienfuge, die dunkle, in der eben dunkle Schalterelemente sitzen. Und von dort aus geht's dann nach oben. Und die gleiche Bemühung, wie ich gerade schon angesprochen habe, einfach ein Haus zu machen, das sehr wenige, ich nenne es immer Pickel, das eben alle diese Elemente oder Präsenzsensoren und nicht in den Vordergrund stellt, auch sonstige technische Einrichtungen wie Lüftung und so weiter eben im Hintergrund sich befindet. Und einfach die Ruhe, ich habe das ganz am Anfang gezeigt, dieses Bild, einfach diese Komplexität, die man heute in der Welt eben haben und diese Unruhe und diese Flut von Bildern oder auch am Arbeitsplatz, dann das Wohnen einfach das Gegenteil zeigt, ein ruhiges Bild, so dass das Haus eigentlich wie eine Leinwand für das Leben ist und im Hintergrund sich hält. Und da jetzt einfach nochmal, da sieht man ein bisschen so die Struktur von außen, heute auch schon angesprochen, habe ich vorher gehört, einfach die Lichtfarbe, auch da sind wir zum Beispiel eher dem Thema, wie es früher war, zugewandt, zum Beispiel als die Lichtfarbe der Sonne oder der untergehenden Sonne oder der Kerze näher kam. Und das steht bei uns also im Vordergrund und erst in zweiter Linie, wie man das erreicht, aber auch mit konventionellen Leuchtmitteln. Und jetzt noch ein aktuelleres Haus, auch ebenfalls in Stuttgart. Das ist ein bisschen größer. Eigentlich einfach nur auch nochmal zu zeigen, was dieses Thema, dieses verborgene Netz, das ich würde es ausweiten, also die ganze verborgene Technik, dann so heißen kann. Und wenn Sie ein bisschen so drauf achten, das ist jetzt eine Außenansicht vom Garten und so, dann sehen Sie, dass Sie da auch vergleichsweise wenig Leuchten oder wenig Alarm leuchten oder sonstiges am Haus sehen. Das sind einfach immer dieselbe Bemühung eben um diese Ruhe. Man steht also da dann auch nicht wie der Ochs vorm Haus, sondern wie das Pferd und findet auch keinen Eingang, man findet auch keine Garage. Also zum Beispiel das rechts da ist dieses Aluminium-Schaum verkleidete Bauteil, das ist die Garage. Da sagen wir dann, Garagentore sind heute elektrisch, da brauche ich dann auch keinen Griff. Dann lassen wir den Griff auch weg, weil das öffnet und das öffnet mit einer Fernbedienung. Und das sind also so diese Dinge, wie ich es vorher schon angedeutet habe, wo das irgendwie sinnvoll ist oder wo man sagt, das ist mechanisch oder elektrisch sinnvoll, dann macht man es so. Und dann braucht man aber auch die Funktion nicht nach außen zeigen. So wie jetzt hinter dem Pferd die Nebeneingangstüre,
Die sieht man auch nicht, weil sie eben, wie der Name sagt, ein Nebeneingang ist. Wenn man an dem Nebeneingang vorbei, den man ja nicht sieht, Richtung tatsächlich im Hauseingang geht, dann sieht man da auch so ein bisschen einfach, was wir im Außen- und im Innenausbau als Philosophie haben. Eben diese ruhigen Flächen da im Hintergrund nochmal, die Garage. Rechts sehen Sie eine Verleistung, die zum Eingang führt. Da dahinter sind auch ganze Menge Funktionen, wie zum Beispiel, ich glaube, wir sind ja unter uns, wie ein WC-Fenster, Scheißhausfenster, sagen wir, wollte ich gerade sagen, aber na, das ist vielleicht doch nicht unter uns. Also WC-Fenster und solche Dinge, die auch gern, das wissen Sie, dass fast an allen Häusern, Gebäude typologisch, logischerweise das WC irgendwo im Eingangsbereich liegt. Und da haben wir einfach gesagt, als Willkommensgruß für den Gast ist das so mittelinteressant. Und deswegen nehmen wir solche Sachen zurück und gleichzeitig entsteht dadurch durch diese Verleistung auch eben eine Vergitterung, sodass, wenn man das Fenster dann offen lässt, es trotzdem geschlossen ist. Und das sind so Sachen, mit denen wir uns ganz intensiv beschäftigen. Dann kommen wir jetzt hier zu dem Eingang und da sehen Sie rechts diese geräucherten Eichebretter. Da sehen Sie den kleinen Schlitz, da ist dann nur eben eine Klingel. Dann kann ich sagen, wenn da noch niemand aufgemacht hat, ich bin da. Hinter diesem Brett sind aber ganze Menge andere Einrichtungen, zum Beispiel Alarmanlage und. Eben zur Freischaltung, das jetzt über den Stick geht, durch das Brett, aber wenn man eben einen Code oder sonst was eingeben möchte, dann öffnet man über diesen Schlitz dieses Brett. Und man muss, viele kennen das ja, so ein Alarm-Eingabe-Taster sieht mittel gut aus und man sagt einfach, warum soll ich das, und es hängt noch in Augenhöhe, warum sollte ich das immer angucken, auch dann, wenn ich es nicht brauche. Das jetzt links ist diese Eingangstüre, gerade sie ist jetzt offen, die haben wir aus 30 cm Eiche gefertigt. Ist ein Thema, was man eigentlich schon immer gern mal machen wollte, oder ich zumindest, so diese versinnlichte Eiche. Und wir haben einen ganzen Teil von dieser 30 cm Eiche wieder abgenommen, um Kosten zu sparen, und haben das als Sägemehl verkauft. Das ist also rein daher bedingt. Das ganze Situation von innen, da kommen wir die gleiche. Ich komme zur Türe rein, habe diese Taster und Schalterfuge, das sind alle notwendigen Funktionen, weil wenn ich nach Hause kommen möchte, nicht mein iPad suchen oder mein iPhone nehmen und ein Szenario oder sonst irgendwas haben, sondern möchte auf den Schalter drücken und sagen, ich bin jetzt da, und dann ist so Licht, dass ich mich im Haus bewegen kann, so wie ich es vorher genannt habe. Und es führt eben dann dazu, so wie in der Esssituation, dass man sehr ruhige Flächen hat. In solchen Verkleidungen wie rechts sind dann die Dinge verborgen, und nochmal einfach dieses Thema, das Leben spielt vor dieser Leinwand. Das ist jetzt eine Situation, mit der wir uns dann auch wieder intensiver beschäftigen. Das ist zum Beispiel, der Tisch lässt sich drehen, der innere Tisch ist dann kompatibel mit dem äußeren Tisch, und so kann ich eine Tafel machen, an der 25 Leute sitzen, eben nur im Sommer, weil das außen Terrasse ist. Und das sind Sachen, mit denen wir uns dann lieber beschäftigen, als eben mit der Sichtbarmachung von Haustechnik. Auch im selben Haus nochmal das Untergeschoss hier mit dem Hallenbad. Auch da war die Anforderung, ich möchte nicht ein Sportbad oder Kampfbad oder sonst was, sondern eher ein Wellness- und Wohnzimmerbad. Und deswegen haben wir auch hier uns bemüht, einfach die ganze Technik, und das ist da ganz reichhaltig, also gerade Lüftung, im Prinzip alle technischen Einrichtungen auch wieder hinter diesen Wandverkleidungen unterzubringen und uns eigentlich auf diesen Raum zu konzentrieren. Da ist jetzt zum Beispiel die gesamte Steuerung auch von der Sauna drin. Man sieht sie eben nicht, eben das verborgene Netz in diesem Schiebeschrank. Und nochmal ein Sprung ins Obergeschoss, auch jetzt so diese ganz klassische Situation, wieder so eine Verkleidung, wie Sie ganz am Anfang schon gesehen haben, jetzt hier in dem Haus, wieder Aufzug, Kinderbad, Schuhschränke, alles ist eigentlich in dieser Verkleidung drin. In Augenhöhe habe ich jetzt ein Bedienpanel, an dem ich alles steuern kann, aber rechts sehen Sie diese Taster, und hinter der Klappe zwischen Taster und Bedienteil sind zum Beispiel Ladestationen und solche Dinge untergebracht und auch die entsprechenden Kabel. Das ist jetzt auch eine geöffnete Aufzugstüre hier in Rosa. Wir haben es in jedem Geschoss anders gemacht, sodass man weiß, ah, ich bin jetzt im Schlafgeschoss, müde, wenn ich jetzt im Hallenbad wäre, wäre es blau, wenn ich auf der Dachterrasse wäre, wäre es rot, weil Achtung, was getrunken, könnt ihr runterstürzen. Und
Das sind nur zwei, drei Bilder, das einfach auch nur als Bild des Bildes, was wir denken, was der Raum, was die Architektur sein soll, die Ruhe, die Meditation, eben die Akzentuierung des Raums durch Licht, durch Oberflächen und der Blick in die Gegenrichtung, die Situation, selbe wie im unteren Geschoss. Und was uns da sehr viel Freude macht, ist einfach ganz viele Funktionen, auch technischer Art, dort unterzubringen. In dem Fall haben wir auch, ist es uns gelungen, das Licht da zu integrieren, obwohl das drunter bewegbare Schranktüren sind. Das ist auch alles das, was den Gast im Prinzip nicht interessiert, aber die Hausbewohner schon. Sie sehen da hinten dann drei so Löcher am Boden. Das ist dem geschuldet, dass im Haus insgesamt 4 Katzen leben. 2 gehen oben Toilette machen, 2 gehen unten Toilette machen. Deswegen, aber weil, falls sich das mal verändert, haben wir da jetzt diese 3 Löcher vorgesehen, weil wir einfach sagen, was soll das? Diese Katzenstreu, das ist ja so mittelgut aus. Wir wissen es, dass die da sind. Und wir finden es auch nicht schlimm, wenn man die Abluft da anschließen kann. Und deswegen haben wir eben diese Katzentoilette da erfunden. Und das ist eben das, dadurch, dass wir eben diese komplett integrierte Planung mit Hochbau, Innenarchitektur und Ausbau machen und die gesamten Fachplanungen auch, eben dann möglich. Und sowas macht uns Spaß und den Bauherrn in der Regel dann auch. Und mit dem Bild würde ich mich gern von dem Haus verabschieden und Ihnen für die Aufmerksamkeit danken. Danke.